Willkommen bei Dein großer Tag. Wir erfüllen Herzenswünsche und heute geht es um den von Sarah. Die würde gerne mal 3 Tage in der Wildnis verbringen und deswegen haben wir ihr ein ganz spezielles Survival-Training vorbereitet. Was wir wissen, heute gibt es Picknick hier im Park mit ihrer Familie und sie hat Angst vor Bären. Und deswegen werde ich sie heute überraschen. Vorher schlüpfe ich ins Kostüm und dann geht's auf zu Sarah. Erstmal ausprobieren, wie es denn so ist, ein Bär zu sein. Unser Team bringt sich in Position mit versteckten Kameras. Ein erster Blick auf Sarah, die noch nichts ahnt. Auf leisen Tatzen schleiche ich mich an. Gleich kommt die bärenstarke Überraschung. Hallo! Hallo! Ich suche Sarah. Du bist Sarah. Komm mal her. Hilfst du mir einmal aus dem Kopf raus? Nee, warte. Oh. So, jetzt. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ja, ich wollte dich nicht erschrecken. Habe ich dich erschreckt? Nein. Nein? Aber ich wollte dich ein bisschen vorbereiten, weil wir zwei haben was zusammen vor. Hast du eine Idee, warum wir hier sind? Dein großer Tag. Und was war dein Wunsch? 3 Tage in der Wildnis. Es hat tatsächlich geklappt. Du bekommst ein sehr, sehr cooles Survival-Training von uns. Du hast es dir gewünscht, 3 Tage in der Wildnis. Mal selber so eine Hütte bauen, ganz viele Würmer essen. Ja. Ja. Wilde Tiere treffen, zum Beispiel Bären. Die lieber nicht, oder? Nein. Feuer selber machen. Ja. Alles, was dazugehört. Hast du denn jemals schon im Freien übernachtet? Kurz Mama fragen? Nee? Nein. Noch nie? Nein. Auch nicht im Zelt? Dann kommt jetzt deine allererste Aufgabe. Du bekommst ein Survival-Training von uns mit einem richtig coolen Trainer. Ja. Bevor du den triffst, musst du aber heute Nacht im Freien schlafen. Okay. Ich freue mich, dass du dabei bist, Sarah. Das wird ziemlich cool. Ja. Zum Eingrooven noch ein kleiner Bärentanz. Das bringt Team Spirit. Erste Herausforderung, auf dem Balkon übernachten. Sarahs Mama checkt die Lage. Ist da gemütlich? Ja. Schläfst du mit der Tür zu oder die Tür auf? Welche? Hier, von dem Zelt. Offen. Dann wünsche ich dir gute Nacht. Mal gucken, wie du schläfst. Ja. Gute Nacht. Danke. Tschüss. Ich fand die Nacht sehr schön und die Nacht war auch sehr gemütlich und ich habe gut geschlafen, weil hier kann ja eigentlich auch nicht wirklich viel passieren. Sarah mit Freundin Mara. Tanzen und Musikvideos drehen, ganz nach dem Geschmack der beiden. Cabo, ein spanisches Kartenspiel. Sarahs Mutter stammt aus Spanien und hat es ihr beigebracht. Die Familie liebt dieses knifflige Spiel. Man muss clever sein. Action darf auch nicht zu kurz kommen. Am liebsten spielt Sarah mit ihrem Bruder im Team. Zusammen sind sie unschlagbar. Also ich werde in der Wildnis das leckere Essen vermissen. Vor wilden Tieren habe ich Angst. Zum Beispiel Bären. Ich glaube, dass mich ein tolles Erlebnis erwartet. Ich möchte gerne, dass sie merkt, sie kann viel alleine. Das finde ich schon schön. Und ja, dass sie Spaß hat und etwas Besonderes ist, wie das auch heißt, ne? Mein großer Tag. Und das ist er, Sarahs Überlebenstrainer Axel. Ein Survival Guide der Extraklasse. Immer mit dabei Lenya, die kanadische Eskimo-Hündin. Eine extrem seltene Rasse. Axel war schon auf Wildnistouren in Alaska, Kanada und Skandinavien. Hier in den Wäldern um Schloss Zwingenberg und der Burgruine Stolzeneck ist er die nächsten 3 Tage mit Sarah unterwegs.
Das wird ein echtes Abenteuer. Wir sind inzwischen eingetroffen. Und Sarah weiß noch nicht, was da gleich von oben kommt. Und jetzt lernst du gleich jemanden kennen. Komm, wir gehen mal hin. Hallo! Hallo! Axel, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo, Axel. Hi. Wir sind hier auf dem Übungsgelände, unserem Übungsgelände, für die nächsten Tage. Das ist die Ruine Stolzeneck. Und wir gehen jetzt mal in die Richtung weiter. Und da wartet noch jemand auf uns. Ui. Lenja, komm. Komm her, komm. Ah, wie süß. Komm her. Die ist auch aufgeregt. Genau so. Also den Axel und die Lenja kennst du jetzt? Ja. Die beiden werden dir zeigen, wie man in der Wildnis überleben kann. Und wenn du Lust hast, können wir loslegen. Ja. Dann darfst du dem Axel folgen. Lenja, komm! Ich bin aufgeregt. Ja? An ja. der Basisstation angekommen. Es kann losgehen. Damit ihr hier draußen zurechtkommt, habe ich euch was mitgebracht. Schaut mal, einmal für dich und einmal für dich, nicht für dich. Einmal eine Schnur. Damit könnt ihr alles Mögliche festbinden. Ihr könnt eine Wäscheleine bauen, ihr könnt ein Zelt spannen. Dann habe ich euch einen Kompass mitgebracht. Könnt ihr euch vorstellen, was das hier ist? Das sieht aus wie... Hast du eine Idee, Sarah? Nein. Damit könnt ihr Feuer machen. Für jeden ein Messer. Eine Trillerpfeife, eine Signalpfeife, falls ihr euch verlaufen habt und Hilfe rufen wollt. Falls das mit dem Kompass nicht so gut klappt. Genau. Das eine versagt, dann hilft das andere. Dann den Riegel zur Not. Und wenn ihr dann das Feuer angemacht habt und was kochen möchtet. Nudeln. Eine Tüte Nudeln. Cool. Der Beutel selber ist wasserdicht. Was könnte man damit machen? Was könnte man da reinfüllen? Wasser. Genau, kannst du Wasser drin sammeln, wenn du was zu trinken brauchst. Kurze Erfrischung gefällig? Die erste Aufgabe, Feuer machen. Ganz wichtig, wir brauchen trockenes Holz dafür. Guck mal, Sarah, da liegt noch was. Und das? Ja, ich glaube, das ist gut. Und ein bisschen Baumrinde oder dünne Äste, die als Zunder dienen. Und ist das jetzt hier runterschabe? Das ist Magnesium. Ach so. Das ist ein bisschen mühsam jetzt, das die ganze Zeit das runterzureiben. Wenn ich jetzt hier mit dem Beil drauf haue, passiert gar nichts, oder? Aber wenn man da... Wenn ich jetzt hier drauf haue... Oh, da kommen Funken. Oh. Das ist die Funkenfliege, ne? Und diese Funken müssen nachher in diese Späne rein. Genau. Jetzt probiert Sarah den Feuerstein aus und versucht, brennbare Späne zu machen. Und Sarah, ist das schwer oder geht das ganz leicht von der Hand? Schwer. Kommt denn was raus? Glaube schon. Axel stapelt den Zunder auf und dann versucht er sein Glück. Jetzt! Jetzt geht's schnell. Und, wie sieht's aus, Sarah? Brennt. Ich hab langsam Hunger. Brennt. Genau, damit wir die Nudeln nicht einfach so pur essen müssen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns Kräuter sammeln. Wir sollen Giersch suchen, ein Kraut für den Wildnisspeiseplan. Und? Okay, ich mache auch. Nicht so gut. Da habe ich schon mal genascht. Der Giersch? Obwohl so im Nachgeschmack. Ich krieg's gar nicht runter. Der ist giftig. Ihr habt ja nicht wirklich? Nur Spaß. Ihr kennt den Giersch daran. Ich auch. Dass der Stiel, wenn er ihn zwischen den Finger nehmt, dreieckig ist. Und aus dem Giersch kann man Soßen machen, man kann daraus Gemüse machen, man kann damit in den Salat geben. Man kann die Blätter essen, die Stängel, man kann sogar die Blüten essen. Habt ihr euch denn schon mal Gedanken gemacht, wie wir die Nudeln essen? Erstmal eine Gabel bauen. Das ist ganz einfach. Man braucht einen fingerdicken Ast. So, was haben wir hier? Ihr seht es schon. Zupft die Rinde ab und spaltet ihn vom Ende her mit dem Taschenmesser auf. So, und haust auf die Klinge. Oh. Zum Essen. Ah, cool. Die Möglichkeit, die Nudeln zu greifen. Noch ein kleines Aststück dazwischen, damit man die Nudeln richtig packen kann. Fertig. Und dann so schaufeln. Los geht's.
Ich überlege gerade, ob alle Nudeln nehmen. Alle? Ha! So, seitlich nehmen. Du nimmst und dann. Hi! Dazwischen? Ja. Da ist man aber lange dran, wenn man die so einzeln da raus. Man sieht so. Klingt aber gut. Lecker. Und jetzt wird eine Hütte gebaut. Aus Ästen und Laub. Das geht erstaunlich gut und schnell. Man muss allerdings darauf achten, dass die Äste dick und lang genug sind. Das Laub ist für das Dach. Ja, und Hütte ist fertig. Ganz wichtig, das Laub richtig aufschichten, damit alles dicht ist. Du passt auch mit rein. Komm rein hier. Nein, du nicht. Ich hab's schon warm gelegen. Nur warte. Und da kommt auch ein Monster. So, und jetzt können wir so schlafen. Weil es ein bisschen zu eng ist, bleibt Sarah in der Hütte und ich habe mir ein Lager im Freien aufgestellt. Wir zwei ganz allein im Wald. Nee. Wie findest du das jetzt hier zu liegen? Einfach so unter freiem Himmel. Ich habe ein bisschen Angst. Wovor? Weiß ich nicht, aber irgendwie, dass irgendwas passiert oder so. Ich glaube, man muss es einfach ausblenden, oder? Und nicht dran denken. Ja. Jetzt ziehen wir es durch, oder? Ja. Bleibst du da drüben liegen oder kommst du rüber? Ich bleib hier. Okay, dann schlaf mal gut. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Axel und Lenja sind schon fit. Hey, guten Morgen, ihr Schlafmützen. Oh, guten Morgen. Hallo. Wie war eure Nacht? Ein bisschen unangenehm. Warst du hart, oder? Ja. Schon hart und irgendwie auch so viele Geräusche, die man nicht einordnen kann. Wenn ihr soweit fit seid, werden wir uns heute auf eine größere Tour begeben. Wir gehen durch die Wildnis, wir gehen durch den Busch. Wir wollen schauen, wie man Trinkwasser zubereitet, was ihr essen könnt unterwegs, wie ihr euch orientiert mit Karte und Kompass. Okay. Hast du Bock? Ja. Super. Axel zeigt uns, wie man sich richtig in der Wildnis bewegt. Vorne geht's durchs Wasser durch. Oh, da müssen wir aber Schuhe ausziehen, oder? Nein, bloß nicht. Wieso nicht? Wenn wir jetzt die Schuhe ausziehen und durch das kalte Wasser gehen. Gehen wir rüber. Schauen wir, ob das kalt ist. Dann sind die Füße betäubt und dann merkt ihr nicht, wenn ihr euch schneidet. Und dann habt ihr nachher, genau, dann habt ihr nachher offene Füße, blutige Füße und merkt das gar nicht. Immer mit Schuhen durchs Wasser gehen. Schritt für Schritt gehen und aufpassen, wohin man tritt. Und wer in der Wildnis unterwegs ist, braucht natürlich auch was zu essen. Da gibt's jede Menge. Brombeerblätter, aus denen man Tee machen kann. Oder Sauerklee, der sauer, aber lecker ist. Die Nadeln der Douglasie riechen nach Zitrone und sind auch essbar. Lenja kriegt auch Appetit. Und natürlich sehr gut die Brombeeren. Schaut mal hier. Was ist da? Hier wächst ja eine Menge Moos, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ein wichtiger Tipp, wer sich im Wald an einem Baum oder Stein aufschürft, der holt sich Moos. Das kann Entzündungen hemmen. Dann halt das auch ganz schnell wieder. Und nun zur Orientierung. Wir haben jetzt hier die weiße, also die weiß-rote Nadel. Kannst du dir vorstellen, welche Richtung die zeigt? Die rote zeigt nach Norden und die weiße nach Süden. Richtig. Du kennst ja auch die anderen beiden Himmelsrichtungen? Osten und Westen. Wo ist Osten? Zeig mal hier in der Landschaft. Da ist Osten. Mhm. Und da ist Westen. Woher weißt du das? Ich kenne da so einen Spruch. Wie geht der? Nie ohne Seife waschen. Exakt. Also, wenn du das jetzt hier zeigen würdest? Nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. Das ist ja praktisch. Super. Wenn ihr keinen Kompass dabei habt, was könnt ihr dann machen? Dann sind wir verloren, oder? Ja. Natürlich nicht. Dann baut ihr euch einen Kompass selber. Dazu braucht ihr jeweils eine Stecknadel oder eine Haarklammer, einen Magneten. Wir brauchen ein Stück Laub, also ein kleines Blatt. Und wir brauchen Wasser. Durch das Reiben der Nadel an einem Magneten lädt sich diese magnetisch auf. Nadel und Blatt ins Wasser. Und dann müsste sich die magnetische Nadel, wie beim Kompass, nach Norden ausrichten. Und vergleichen wir mal. Okay. Funktioniert tatsächlich. Super. Sarah, wir sind jetzt voll die Wildnisprofis. Yeah! Yeah.
Sache. Lenja lässt sich das kühle Nass schmecken. Aber sollten wir das auch tun? Glaubt ihr, wir können das Wasser hier trinken, was hier fließt? Ja. Ich hätte auch gesagt ja. Wenn wir uns wirklich sicher sein können, könnten wir das Wasser zum Beispiel filtern. Die Flasche wird aufgeschnitten. Wir bauen jetzt unseren eigenen Wasserfilter. Dann kommen verschiedene Schichten von Moos, Kies und Sand rein. Das wirkt wie ein natürliches Filtersystem und es reinigt das Wasser. Jetzt nehmen wir den Becher und füllen das hier oben rein. Und unten kommt es dann sauber und gefiltert raus. Genau, es läuft dann durch den Filter. Unten haben wir sauberes Trinkwasser. Oh, wie kommen wir denn jetzt da runter? Hier ist jetzt so steil, dass wir uns abseilen müssen. Ich werde jetzt gleich eine Sicherung anbringen, hier an dem Baum. Und dann gebe ich euch beiden Gurte. Und dann gehe ich zuerst runter und dann sichere ich euch beim Abseilen. Das Wichtigste, eine richtige Absicherung aus Klettergurt, Seilen und Helm. Axel geht schon mal voraus. Er muss uns bei dieser Kletteraktion von unten sichern. Genau, Füße stehen lassen und jetzt den Hintern nach unten. Gut, super. Boah, also fürs erste Mal. Klasse. Sah echt gut aus, Sarah. Klasse. Das Klettern hat mir am meisten Spaß gemacht, weil es einfach lustig und toll war, dass man da runterklettern konnte. Ich denke, Sarah schlägt sich sehr gut. Sie hält gut durch. Und ich finde, sie macht die Sachen auch sehr geschickt. Wenn ich jetzt ans Klettern denke zum Beispiel, da hat sie von vornherein gleich gutes Geschick gezeigt. Sie traut sich auch sofort, Sachen zu essen, die sie gar nicht kennt. Sachen ausprobieren mit dem Wasser trinken zum Beispiel, was wir gefiltert haben. Da bin ich sehr begeistert. Sarah, heute ist dein großer Tag. Wir beide treten gegeneinander an. Wie geht's dir denn heute? Also, ich bin aufgeregt. Ja. Aber wir packen das, oder? Ja. Okay, los geht's, komm. Schluss mit lustig. Axel prüft jetzt, ob wir als Abenteurer taugen. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, ihr beiden. Hi. 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 Wie habt ihr geschlafen? Gut, aber ich bin ein bisschen nervös. Bist du nervös? Ich auch. Du auch? Ja. Heute ist dein großer Tag. Wir starten heute mit einer Challenge. Als erste Aufgabe habe ich zwei Eier für euch. Spiegeleier kochen? Nein, ihr werdet dieses Ei hüten wie einen Schatz. Und zwar darf das Ei nicht zerbrechen während der ganzen Challenge. Als zweite Aufgabe findet 5 essbare Pflanzen in der Umgebung. Okay. Und wir sehen uns in 5 Minuten wieder hier. Ihr startet jetzt. Viel Erfolg, Sarah. Danke, gleichfalls. Gar nicht so einfach. So viel Grün um uns. Und was ist essbar? Das brauche ich, glaube ich, nicht. Zitrone riecht. Ich probiere es mal. Stopp! Okay, dann erzähl mal, was du gefunden hast. Giersch, Wegerich, Sauerklee, Brennnessel. Die sind essbar. Die Eibennadel allerdings ist giftig. Also haben wir 1, 2, 3, 4. Genau. Ist doch voll gut. Ich habe einen Blumenstrauß für dich. Vielen Dank. Bitte. Ich habe gefunden Brombeerblatt, Tannennadeln, Sauerklee, Giersch und Brombeere. Und damit hättest du jetzt diese Runde gewonnen. Yay! Cool! Eure nächste Aufgabe wird es sein, ein Feuer zu machen. Also das mit dem Magnesium, das man in Brennspäne verwandeln muss, so richtig klappen will das nicht. Auch wenn wir uns beim Holz- und Zundersammeln zusammentun. Wir scheinen bei dieser Prüfung irgendwie kein Glück zu haben. Ausnahmsweise kriegst du noch eine zweite Chance. Danke. Wir sollen ja noch ein bisschen was machen, ne? Genau. Oh, da ist noch ein Ei kaputt. Nein! Lenja! Lenja, guck mal! Lenja! Immer noch am Kämpfen, aber der zündende Funke kommt einfach nicht. Lieber Feuergott, hilf mir! Bitte! Vielleicht müssen wir einen Feuertanz machen. Yeah. Nicht geschafft. Bei Axel klappt sofort. Angeber. Das ging ja schnell. Das hat genau 2 Sekunden gedauert.
Axel gibt uns Anweisungen, wie viele Schritte wir jeweils in welche Himmelsrichtung gehen sollen, damit wir den Hinweis für unsere nächste Aufgabe finden. Fünf. Baue Pfeil und Bogen, lautet also die Aufgabe. Das ist was Neues für uns. Aber mit Hilfe unseres Survival-Experten kriegen wir es hin. Ganz ehrlich, Bogen bauen ist gar nicht so einfach. Oh oh, ich ahne es schon. Ihr seht jetzt hier vor euch die beiden Ballons. Das sind eure Ziele. Im Ballon findet ihr die nächste Aufgabe. Ein Fehlschuss nach dem anderen. Und dann geht auch noch der Pfeil kaputt. Nein! Ein letzter Versuch von Sarah. Und... Ja, super! Nicht schlecht. Geht zur Schlucht hinter der Burg in südöstlicher Richtung. Hier. Ach, da oben. Hallo. Hi. Unsere letzte Prüfung. Abseilen. Genau, dann einmal hier rüber. Ihr kommt jetzt zur letzten Aufgabe für heute. Und zwar könnt ihr schon erkennen, wir haben hier ein Seil gespannt. Das geht gleich hier runter. Ihr bekommt gleich die Häme auf. Ihr kennt die Ach. Häme. Der Eierbecher. Aber ihr habt ja beide ein Ei dabei. Oh, und Klettern, das Ei in Hand zu behalten, ist natürlich ungünstig. Deswegen stellt ihr das Ei oben in euren Helm ab. Eieiei. Und müsst es heile mit nach unten kriegen. Wie soll das denn funktionieren? Da macht ihr euch Gedanken. Hast du das schon mal gemacht? Da muss man ja den Kopf die ganze Zeit... Gerade halten. Das ist ja nicht so oder rechts oder links. Oh mein Gott. Oh, Sarah. Eier müssen heile ankommen. Erst wieder sichern. Mit Gurten, Seilen, Helm. Und dann gibt es kein Zurück. Füße breit, Füße breit. Wo ist das Ei? So, kann ich es dir geben? Okay. So, und jetzt guck mich mal kurz, nicht zu weit nach hinten. Ja, genau. Versuch, wenn ich auf den Knie... Jetzt stellst du die Füße gegen die Wand. Vorsicht mit dem Kopf. Genau, so. Oh Mist. Du schaffst das. Füße gegen die Kante. Füße gegen die Wand. Nein! Ich kann nicht! Aber es waren 10 Sekunden. Ja, sehr gut, Sarah! Yay! Klasse! Geschafft! Super! Und jetzt bin ich an der Reihe. Einfach weiterlaufen, auf den Lauf. Jetzt kommt es. Wirklich? Ja. Oh Mann! Eier futsch. Aber wir sind unten. Immerhin. Ihr habt es geschafft. Ihr habt jetzt alle Aufgaben hinter euch. Fast alle. Mehr schlecht als recht. Um zu schauen, ob ihr wirklich Survival-Experten geworden seid, habe ich noch eine kleine Leckerheit. Kriegt ihr noch ein Würmchen von mir und dürft das dann noch essen. Das ist jetzt sozusagen die finale Prüfung, oder was? Das ist die finale Prüfung. Ach so. Oh, ist gar nicht so eklig. Oh, Gott sei Dank. Gummitierchen. Und wenn ich so in die Punkte schaue, wie ihr das Ganze so gemeistert habt, sehe ich kaum einen Unterschied. Dennoch gibt es einen kleinen Unterschied. Und diejenige mit den weniger Punkten... Lass uns fliegen! Na, vielen Dank. Tja, das hat man wohl davon, wenn man in der Wildnis nicht überlebt. Ich glaube, für mich gibt es jetzt zurück in die Stadt. Und für euch heißt es... Unbedingt auf deingroßertag.de gehen, wenn ihr auch mal gegen mich antreten wollt. Und wir sehen uns nächste Woche bei Dein großer Tag.